Hey und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog auf dem Kanal und wie man es wahrscheinlich kenne und euch schon gut erkennt, Dom, wir sind in Köln. Ja, Gamescom und ich möchte mich da jetzt auf den Weg hin machen, es ist schon ein bisschen später. Ich glaube 12, glaube ich, da ich verpennt habe und ich will uns sagen, wir sind gleich auf der Gamescom aber wieder, ne? Bis gleich. So, wir sind noch fast angekommen und ich muss ganz ehrlich sagen, mein Herz klopft gerade so stark. Es ist einfach unglaublich viele Menschen hier sind, wie unglaublich diese Stadt an sich ist, auch wenn ich noch nicht so viel gesehen habe. Aber es hat mich einfach mega impressed und ich bin ganz ehrlich, ich habe gerade so ein Herzklopfen, ich bin so aufgeregt, einfach nur, weil man das hier nicht kennt, weil es eben halt was wirklich Besonderes ist, was wirklich nur einmal im Jahr ist und puh, naja, wir gehen mal rein, ne? Da hinten ist es. Gamescom 2019. Wie gesagt, Nervosität hoch 5000. Also, puh. Nicht mehr normal. Ich war noch nie so aufgeregt, bin ich ganz ehrlich. Es ist einfach noch was verdammt Besonderes. Und dann sehen wir uns gleich drin wieder. Fresh Kid Z, Fresh Kid C, yes, sir. Fresh Kid P, Fresh Kid T. Oh yeah, we back. Oh, and Zaphoon, by the way. Yeah, Jones. Yeah. Titty Bang, and we pretty much amazing. Can we hear your new song, please? I got you. Hey yo, I once was a kid, all I had was a dream. More money, more problems, when I get it, I'ma pile it up. Now I'm dope, want the bread, we get toast. So fresh, how we flow, everybody get this down from us. Once was a kid with the other little kids. Now I'm ripping up shows and I'm fans going well. So, wir haben jetzt den Stormy und die Bambina gefunden. Nach 20 Minuten suchen und dann standen die einfach direkt vor mir. Wenn das so einfach immer ginge. Ja genau, so wäre es am simpelsten. Wie lange warst du drüber noch? Oh, ich bin noch nicht lange hier, also roundabout 12:30 bin ich rein. Und ja, dann eben suchen und ich bin hier. Und er hat Glück gehabt, gerade eben hat es noch gewittert und geregnet, jetzt hat er strahlblauen Himmel. Strahlblau, Gott sei Dank, denn wie viele von euch wissen, ich habe keine Unterkunft. Das heißt also, wird es hier regnen, dann bin ich zu mir im Arsch. Okay. Das ist echt mies. Definitiv. Aber brüten warm ist auch keine Größe eigentlich. Ja, gegen Abend geht das. Ja, gegen Abend, okay. Wir saßen jetzt im Nächsten, gegen einen oder nachts warm oder braut. Füße hat kurz hier optimal. Dabei wollte ich auch einfach noch Ringklamotten einpacken, die kann ich vergessen. Wie bitte? Ringklamotten wollte ich noch einpacken. Ich glaube, die kann ich vergessen. Die brauche ich nicht. Es sei denn, es regnet doch nochmal, aber ich glaube, es ist so eine angenehme Abwechslung. Der Ring tut gut. Der Ring tut echt gut. Ich sehe die Hallen einigermaßen gekühlt. Also wenn man da reingeht, merkt man es überhaupt gut. Ja. Umso drinnen ist es mal geschehen. Ja. Ja.
Ja, ich würde sagen, gleich sehen wir uns dann in der Schlange von Plants vs. Zombies, oder? Definitiv. Denn wie ihr wisst, hier sind die Plants vs. Zombies Typen, also wir müssen das machen. Wir müssen das ansehen. Das wird auch unser Kanal auch wiederkommen. Ja, klar. Spätestens dann. Spätestens dann. Das alles noch erstmal zwischendrin. Auch ein bisschen weiter. Na gut, dann sehen wir uns gleich in der Schlange wieder, ne? So, wir haben jetzt hier Silox getroffen, Bambina, sowieso. Ich hab Kuh getroffen und wie heißt du? Rankgamer. Rankgamer. 7000 Abonnenten, also kannst du ruhig ein bisschen was von dem abgeben. 250 erfasst. Ja, alles klar, alles klar. Leider nur nicht 7000. Gamescom runter und Dübi ist jetzt dabei, dann der Toffer, hallo,
Und ein Freund vom Chris, stell dich noch kurz vor, wie heißt denn? Er heißt... Ich heiße Frühkölsch. Frühkölsch. Alles klar. Das Programm. Und gerade läuft einfach mal Jan von Ape Crime hier vorbei. Nicht nur Jan, das war doch auch Schengel. Aber wen interessiert sowas? Ich glaube, waren alle drei sogar. Ich habe nur André gesehen. Ich habe keine Ahnung, wir rennen hier gerade vorbei. Und die hast du nicht den Fleischklops von hinten gesehen, Mensch? Nein. Wir haben ihn schon mal von hinten gesehen, aber ihn nicht. Also wir haben es echt nicht mitgekriegt und plötzlich waren die an uns vorbei. Ja. Meine Güte, man sieht doch, wenn so ein faltiges Klappgesicht hinter... egal. Auf jeden Fall. Was? Plötzlich stehen die da und rennen die an uns vorbei und man denkt sich erstmal so, was ist jetzt passiert? Ist doch egal. Naja. Wen interessiert sowas? Das sind Menschen, so wie du und... Ah nee, so wie du und ich. So. Hallo, was geht? Zufällig ganz vorbeigegangen und dann sind wir hinterher. War es die geplante Aktion hier, dass ihr mit den Zuschauern jetzt hier seid oder seid ihr einfach? Eigentlich nicht, aber ja. Und könntest du vielleicht den Christopher oder den Koloss grüßen? Christopher und Koloss? Ist genau dasselbe. Okay. Ah, okay. Er ist ein kleiner Fan von euch. Okay, ich grüße euch. Bitte schön. Gut, vielen Dank. Ja, das war dann auch mein Beitrag bzw. mein Video zur Gamescom 2015. Es waren auf jeden Fall zwei ultimativ geile Tage. Und ich freue mich jetzt schon mega auf das nächste Jahr, um wieder möglichst viele von euch treffen zu können, möglichst viel mit euch quatschen zu können, mit euch Spiele anzocken zu können und ähnliches. Ich sag auf jeden Fall, es lohnt sich einmal zur Gamescom zu gehen, einfach nur dieses Gefühl des Wirseins zu empfinden, wenn man einfach sieht, so viele Gamer kommen hierher, so viele Gamer haben dieselben Interessen wie einer und ja, man hat eben auch diese großen YouTuber getroffen, Commander Krieger, Alexi Bexi, Venikraft und Apecrime, beziehungsweise Cengiz von Apecrime. Bei Venikraft hatte ich irgendwie das Gefühl, der musste sich erstmal wieder so mental auf das Video einstellen. Also er so, okay, ich bin jetzt eigentlich so meine normale Person und jetzt muss ich erstmal so ein bisschen professionell wieder machen, weil ich jetzt ein Video komme und da musste ich eben für meine Zuschauer so ein bisschen professionell wieder sein. Ich glaube, das Gefühl hatte ich, als ich ihn eben gefragt habe, mit wem möchte er gerne in Varro 4 zusammen sein, hatte ich irgendwie das Gefühl, er musste erstmal umschalten. Aber trotz allem, es waren auf jeden Fall spaßige Tage. Alle YouTuber und alle Kollegen, die ich dort getroffen habe, sind natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Es hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. In der Videobeschreibung findet ihr auch meinen Instagram-Link, den habe ich mir jetzt zugelegt. Instagram habe ich mir jetzt zugelegt. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt das bitte mit einer positiven Bewertung und... Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Zilox.